Unsere Basketballer sind die Besten. Sie werden das Schreckteam schlagen. Ja, Mädels, mit eurer Hilfe werden wir sicher gewinnen. Sicher, Smile, wir lassen euch nicht im Stich. Ja, Bros, wir werden eure besten Fans sein. Ja, ja, du solltest höher springen. Unsere Basketballer sind die Besten. Jana, was meinst du mit höher springen? Ich hüpfe schon wie ein Reh. Hey, Mädels, hört auf zu streiten. Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Leute, habt ihr auf mich gewartet? Ich bin wieder da. Oh, seht mal, wer wieder da ist. Wo bist du gewesen? Du hast 10 Trainings verpasst. Du solltest dorthin zurückkehren, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Hört auf, Mädels, beruhigt euch. Nastia, wo bist du wirklich gewesen? Oh, Mädels, ich habe angefangen, mich mit einem Jungen zu treffen. Liebe, Beziehung. Aber wir haben uns getrennt, also werde ich keine Trainings mehr schwänzen. Leute, habt ihr das gehört? Sie hat die Trainings, die sehr wichtig sind, geschwänzt, weil sie einen Freund hatte. Eine Beziehung. Ist dir klar, dass du uns im Stich gelassen hast? Warte, Nastia. Du bist also mit einem Mann ausgegangen, anstatt zu trainieren? Wirst du das nächste Mal dasselbe tun? Oh, Mädchen, hört auf zu schreien. Ich habe Kopfschmerzen. Übrigens, gibt es nur Leute in eurem Team, Jungs? Ich bin wieder Single. Nastia, ich bin mit Jana zusammen. Ja, und ich mit Jana, okay? Nastia, du solltest über ein Studium und eine Ausbildung nachdenken, anstatt über Basketballer. Glaub mir. Oh ja, ja. Hör auf, mich zu belehren. Das ist nicht deine Angelegenheit. Ja, ja. War das ein Kommentar über uns? Ja, ja. War das ein Kommentar über uns? Mädchen, was habt ihr damit zu tun? Ich habe überhaupt nicht von euch gesprochen. Okay, Mädels, lass uns weiter trainieren. Nastia, ich hoffe, du erinnerst dich an die Grundschritte. Ich erinnere mich. Also Leute, lasst uns mit dem Training beginnen. Ja, los geht's. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Smile. 1. Kapitän, trainieren wir oder fangen wir Küsse? 4, 5. Nastia, hör mal, es scheint, als würdest du sehr viel von dir preisgeben. Nastia, bist du noch arroganter geworden, während du weg warst? Hey Mädels, hört auf zu schreien. Lass uns trainieren. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Okay, Mädels, wir gehen in die Kantine. Wir wollen euch nicht aufhalten. Viel Erfolg. Wir sehen uns nach dem Training, okay? Smile. Kapitän Diana, kann ich rausgehen? Nastia, wohin willst du? Du bist doch gerade erst gekommen. Auf die Toilette. Okay, du kannst gehen. Ein Fuß hier, ein Fuß dort. Ich gebe dir 2 Minuten. Gut. 1, 2, 3, 4. Marussia, ich habe mir die Nägel machen lassen. Es ist ein Burgunderrot. Schau. Ruscha, das ist kein Burgunderrot. Das ist geschmacklos. Hier, seh mal an. Das ist für den Frühling. Arschim, na los. Was ist, wenn sie Nein sagt? Das wird sie nicht. Na los. Na gut. Oh, hallo Leute. Arschim, was willst du? Ruscha, bist du heute gut gelaunt? Klar. Willst du mit mir ausgehen? Was? Arschim, ist das dein Ernst? Ruscha, ich meine es ernst. Valja hat mit mir Schluss gemacht und ich will mich rächen, okay? Oh Mann, wovon redet er? Was labert der mit Valja? Artem, ich verstehe das nicht. Du spielst mit meiner Freundin herum, weil du dich rächen willst? Weißt du überhaupt, wie verletzlich sie ist? Marussia, das geht dich nichts an. Artem, ich kann dir bei deiner Rache helfen. Ruscha, ist das dein Ernst? Sind wir jetzt zusammen? Ja. Oh, hallo Leute. Oh, seid ihr noch zusammen, oder was? Nein, Artem, wir halten nur zum Spaßhändchen. Artem, wovon sprichst du? Ruscha ist mein Mädchen für immer. Kapiert? Wow. Artem, sieh mal, alle verabreden sich, nur wir nicht. Wir sollten uns auch verabreden. Nein, Marussia, ich möchte noch Single bleiben. Komm schon, ich werde jemanden finden, der es wert ist. Du wirst mich vermissen, wenn ich weg bin. Dima, ich möchte dir etwas sagen, aber zuerst muss ich wissen, ob du ein Geheimnis für dich behalten kannst. Kostja, du kennst mich. Was ist das Geheimnis? Nun, Dima, ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Sie heißt Bianca. Ich denke, ich werde sie bald fragen, ob sie mit mir ausgehen will. Kostja, bedeutet das, dass du dich mit Verabredungen beschäftigen und mich, deinen besten Freund, vergessen Nein, wirst? Nein, Dima, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich werde dich nicht vergessen. Darf ich nicht mit jemandem ausgehen? Ich mag sie so sehr. Weißt du, Kostja, als mein Freund hättest du warten können, bis ich ein Mädchen gefunden habe, bevor du dich mit Bianca triffst, okay? Dima, du verhältst dich nicht wie ein Freund. Als du mit Diana ausgegangen bist, habe ich dir geholfen, dich auf die Dates vorzubereiten, Blumen gekauft und was. Weißt du, Kostja, du solltest dich entscheiden, entweder ich oder Bianca. Oh, hallo Leute. Hat das schon geklingelt? Weißt du, Dima, das kannst du nicht einfach machen.
Warum seht ihr mich an? Ich habe euch etwas gefragt, ob es schon geklingelt hat. Hallo, Diana, hast du eine neue Frisur oder sowas? Und Diana, was ist mit deiner Stimme passiert? Und ja, die Glocke hat geklingelt. Hör zu, ich habe eine Bannfrisur. Ich frag dich ja auch nicht, was mit deinen Haaren los ist, oder? Sag nicht, dass du meine Haare nicht magst. Okay, ich glaube, ich gehe mit niemandem aus. Bianca hat auch ein gewisses Temperament. Richtig, Kostja, sieh, was mit Diana passiert ist. Es ist gut, dass wir uns getrennt haben, okay? Okay, Alter, lass uns zum Training gehen. Okay, los geht's. Oh Mann, Diana hat mich wütend gemacht. Sie hat mich gefragt, wo warst du 10 Tage lang? Ich sagte ihr, dass ich in einer Beziehung sei und so weiter. Aber sie fang an, mich anzuschreien. Mann, was soll ich tun? Es ist ja unglaublich. Ja, ich bin schon in der Schule. Hör zu, es ist mir egal, dass sie meine Schwester ist. Wir haben nie zusammen gelebt. Das ist mir egal. Okay, tschüss. Ich hab zu tun. Wir sehen uns dann später, ne? Nächstes Mal sage ich ihr, dass sie die Klappe halten soll und dass es mir egal ist, dass sie der Kapitän des Teams ist. Oh, hallo. Ist das die Damentoilette? Ich habe Mama angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich wieder zu den Trainings gehen werde. Diana, wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Hey, bist du ein Cheerleader oder sowas? Diana, was meinst du? Natürlich bin ich ein Cheerleader und du bist doch der Kapitän des Teams. Hör zu, ich bin nicht Diana, sondern ihre Zwillingsschwester. Diana ist also Cheerleader-Kapitänin geworden. Nun, ich brauche dein Kostüm. Kann ich es mir ausleihen? Was meinst du mit ausleihen? Diana, die wartet auf mich. Sie sagte, ich soll mich beeilen. Also, nee, tut mir leid, aber ich kann nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh Mann, wo ist das Tier? Ja, ich denke, wir sollten das Tier aus dem Team werfen. Ja, sie ist vor 10 Minuten auf die Toilette gegangen und verschwunden. Okay, Mädels, lasst uns weiter trainieren. Aber wenn das Tier zurück ist, werde ich sie mir schnappen. 1, 2, 3, 4, 1. Warte, was soll ich tun? Diana wird mich doch umbringen, weil ich wieder das Training schwänze. Ich verpasse alles. Ach gut, du kannst meine Kleider nehmen. Ich brauch sie nicht mehr. Ich bin jetzt ein Cheerleader. Was? Oh, nun bin ich am Arsch. Diana wird mich sicher aus dem Team schmeißen. Hey Artem, wir sind erst seit kurzem zusammen und du wirst ständig küssen. Ruscha, sieh uns an. Stimmt's, Patrick? Ja. Mann, ich will so gerne essen. Wo ist die Kantine? Oh, nette Jungs. Oh, Diana, du bist schon mit dem Training fertig? Wie war's denn so? Ja, wir sind fertig. Es war okay. Diana, wo ist Jana? Jana? Wer ist Jana? Oh, Jana. Sie ist irgendwo da drüben und wartet auf dich. Geh und such sie. Oh Mann, Diana, ich sehe, dass du viel trainiert hast. Du bist meine kleine Biene, meine kleine Athletin. Nun, umarmt euch weiter und ich werde nach Jana suchen. Diana, hattet ihr nicht einen Streit oder sowas? Hör zu, wie ist dein Name? Browse. Ja, Browse, ich brauche deine Jana nicht. Geh und such sie. Diana, alles gut mit dir? Ja, es geht mir gut. Du bist echt gemein. Oh Mann, was ist das für eine Bande? Hör zu, Diana. Hör auf, so anzugeben. Wir sind eine Bande. Das bist du, die mit Ziegen herumspringt. Ja, Diana, immer mit der Ruhe. Diana, du bist heute so unhöflich. Hast du nicht genug geschlafen oder was? Nein, sie verhält sich nur wie eine Königin. Hör zu, Mädchen im roten Hemd. Ich bin nicht Diana. Ich kann dir ins Gesicht schlagen. Hör auf, mein Mädchen zu bedrohen. Oh, ich hätte dich zuerst fragen sollen, Bräutigam. Diana, was ist mit dir los? Hast du Gedächtnisverlust oder so? Du sagst, du bist nicht Diana. Nun, Diana, wir haben dich gewarnt. Du gemeine. Arrogant. Nimm die Krone ab. Sei nicht so arrogant. Diana, was ist los? Vielleicht sollten wir ins Krankenhaus gehen. Tut mir leid, meine Liebe. Ich glaube, ich bin einfach zu müde. Und, wie ist dein Name? Ist das dein Ernst? Ich glaube, wir sollten wirklich einen Krankenwagen rufen. Mädels, wir sind endlich fertig mit dem Training. Ich verstehe das Tia nicht. Sie ging auf die Toilette und kam nicht mehr zurück. Ich sagte doch, wir müssen sie aus dem Team werfen. Sie ging für 1 Minute weg und verpasste das ganze Training. Ja, ich stimme dem zu, Mädchen. Wir müssen jemand Neues finden. Nun, Mädels, ich werde sie jetzt suchen und ihr sagen, dass wir jemanden finden werden, der ihren Platz einnimmt. Wenn sie keine Cheerleaderin sein will, Pech. Genau. Genau. Hey, Leute, holt ihr mir meine Kleider bitte? Hallo. Mädels, ich bin sicher, Nastia wollte einfach als Erste in der Kantine sein, um alle Kuchen zu essen. Diana, was ist los? Hast du einen Doppelgänger?
Diana, ist das dein Klon? Nein, Mädels, das ist nicht mein Klon oder mein Doppelgänger. Das ist meine Zwillingsschwester. Ich frage mich, was sie hier macht. Oh, wer ist das denn? Sie sieht mir so ähnlich. Was? Diana ist hier und Diana ist dort. Hochstaplerin! Bist du das wirklich, Diana? Diana, bist du das wirklich? Ja, Mädels, das bin ich. Smile, warum stehst du neben ihr? Ich bin Diana und sie ist eine Betrügerin. Hey, Basketballspieler, wohin gehst du? Mädchen, was steht dir da rum? Wie? Mädels, ich bin Diana und ich bin die Kapitänin eures Teams und sie ist eine Betrügerin. Okay, wartet mal, okay? Ich bin verwirrt. Eine von euch muss beweisen, dass sie die echte Diana ist. Smile, ich bin die echte Diana und sie ist meine Zwillingsschwester. Hör zu, Smile. Es ist klar, dass ich die echte Diana bin und sie eine echte Betrügerin. Damit das klar ist, ich werde beweisen, dass ich die echte Diana bin und du bist die Hochstaplerin. Ja, beweise es. Wir wissen wirklich nicht, wer es ist. Ja, wir wissen nicht, wer der Kapitän ist. Vorsicht. Okay, lasst uns die Pompoms nehmen und das heutige Training tanzen. Ja, so werden wir herausfinden, wer der Kapitän ist. Oh, Smile, vielleicht sollte ich dich stattdessen küssen. Nun, Dima, ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Die Name ist Frosia. Ich denke, ich werde sie bald fragen, ob sie mit mir ausgehen. Frosia!